Als Führungspersönlichkeit, als Entscheider, als Unternehmer kann ich nur dahingehend appellieren, sich Zeiträume zu schaffen, wo du eben nicht agierst, wo du nicht produzierst, wo du nicht reagierst, sondern wo du kreierst. Schön hier zu sein. Wir steigen direkt ein. Im Jahr 2000 habe ich mich bei der Bundeswehr verpflichtet, für 12 Jahre als Ausbilder in der Grundausbildung. 6 Jahre später habe ich während meiner Zeit bei der Bundeswehr angefangen, ein zweites Business aufzubauen. Damals Fotografie, Bildbearbeitung, habe da Seminare gegeben, habe Videotrainings erstellt. Und 2010, in meinem letzten Jahr bei der Bundeswehr, kam ich dann schon mit diesem Nebengewerbe auf einen Jahresumsatz von 92.000 Euro. Und da ist mir eine Sache bewusst geworden, dass man in wenig Zeit verdammt viel Geld verdienen kann. Jetzt wird der ein oder andere sagen, aber Kelvin, 92.000 Euro ist nicht viel. Für mich ist das heute noch sehr, sehr viel Geld. Mein Vater hat zur gleichen Zeit noch LKW gefahren und er hatte keine 92.000 Euro und er hat wirklich hart arbeiten müssen. Und zu diesem Zeitpunkt, bei diesem Umsatz, war ich bei einem täglichen Aufwand von 2 Stunden. Ich durfte gar nicht länger arbeiten, weil ich ja noch bei der Bundeswehr war, da gab es Vorgaben. Und ich konnte auch gar nicht länger arbeiten, denn als ich um 18.30 Uhr nach Hause kam, war da meine Frau und meine 2 kleinen Kinder. Ja, also ich habe direkt Zwillinge, ne, doppelt. Und deswegen hatte ich auch gar nicht mehr Zeit. Und dann gab es wirklich diesen Moment, ich kann mich noch erinnern, das war ziemlich am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich bin dann raus aus der Bundeswehr, bin dann in mein Atelier gegangen, das war so eine kleine Fahrschule, ein kleiner Raum, ich gehe da rein und denke, geil, jetzt Freiheit, Vollzeit, bin morgens reingegangen, habe angefangen zu arbeiten, alles abgearbeitet, die Zeit verging, ich schaue auf die Uhr, 10.30 Uhr vormittags und ich denke, was jetzt? Ich war fertig. Ich habe ja 6 Jahre lang in 2 Stunden alles erledigt und plötzlich hatte ich noch Zeit und das war wirklich ein Problem. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe dieses Problem dann gelöst, habe mehr Aufträge angenommen, habe auch mehr verdient, habe mehr gearbeitet, aber dann blieb etwas auf der Strecke und zwar meine Ideen, meine Kreativität und die Jobs wurden auch nicht besser. Das Einzige, was ich skaliert habe, war die Zeit. Und dann habe ich überlegt, sag mal, wie war das damals bei der Bundeswehr? Ja klar, tagsüber konntest du ja nicht arbeiten. Du warst ja damit beschäftigt, im Wald rumzurennen, Sport zu machen, auszubilden. Aber genau zu diesen Zeiten habe ich alles aufgeschrieben. Ich habe geträumt, ich hab mir Vorstellungen gemacht, ich habe geplant, konzipiert, ab und zu mal in der Pause ein Buch gelesen. Und als ich dann abends nach Hause kam, war das so wie so ein Rennpferd, wo du dann die Türen gehen auf und ab die Post. Also ich habe mich mega gefreut aufs Arbeiten. Und dieses Gefühl wollte ich wieder haben. Und dann habe ich vor, heute gerechnet, ungefähr 5 Jahren umgestellt. Ich habe mir gesagt, ab jetzt nur noch jeden Tag 4 Stunden klassisches Arbeiten. Habe bei mir angefangen. Jeder in meinem Unternehmen arbeitet so. Man wird für 8 Stunden bezahlt, aber um 13 Uhr ist Schluss. Wie das Ganze aussieht und wie wir dann in den 4 Stunden zu einem möglichst großen Output kommen, dazu habe ich jetzt meine 5 Strategien mitgebracht. Das sind gleichzeitig meine Leitsätze, meine Werte im Unternehmen. Die werde ich euch vermitteln. Und wer weiß, wenn ich auf einer Bühne bin, wer mich etwas kennt, ich versuche sehr viel Content rauszuhauen. Ganz am Ende bekommt ihr von mir ein Visual, das Plakat, was bei mir im Office hängt. Ihr müsst es einfach nur abfotografieren. Da ist alles nochmal zusammengefasst mit jedem einzelnen Inhalt, dass wenn ihr nach Hause geht, dann könnt ihr das Ganze auch direkt schon umsetzen. So, wir steigen ein mit dem ersten Tipp und das ist der sogenannte Beast Mode. Das Ganze sieht wie folgt aus, um 9 Uhr beginnt der Tag mit allen Mitarbeitern und bis 13 Uhr muss gearbeitet werden und zwar richtig, Beast Mode. Das bedeutet kein Smalltalk, meistens haben wir alle Kopfhörer auf und zu dieser Phase wird das gearbeitet, was Umsatz macht, was Geld bringt, was Einkommen generiert. Gegen 12.30 Uhr, 13 Uhr ist Schluss damit. Und dann ist es auch so, dass ich dann auch mal in ein Büro gehe und sage, hör auf zu arbeiten. Mach was Kreatives. Das bedeutet, Buch lesen, sich weiterbilden, planen, konzipieren, Sport machen. Ist mir eigentlich egal, was es ist, aber niemand darf mehr Aufgaben abarbeiten.
Und ich weiß schon, dass der ein oder andere jetzt vielleicht denkt, Moment, Kelvin, bei uns geht das nicht. Da habt ihr recht, das geht nicht überall. Denn du kannst kein Fließband abstellen und sagen, jetzt liest mal ein Buch. Du kannst auch nicht zu einem Arzt sagen, werd mal kreativ mittags. Das geht nicht, das weiß ich. Aber als Führungspersönlichkeit, als Entscheider, als Unternehmer kann ich nur dahingehend appellieren, sich Zeiträume zu schaffen, wo du eben nicht agierst, wo du nicht produzierst, wo du nicht reagierst, sondern wo du kreierst. Und das ist diese grüne Phase, die ihr hier seht. Und die geht dann bis 17 Uhr. Beast Mode. Ganz wichtig, gebt dem Ganzen eine Chance. Wir sind eine der wenigen Unternehmen in Deutschland, die das wirklich leben. Da war auch schon das Fernsehen da und so weiter. Probiert es aus. Aber fangt erstmal bei euch selbst an und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das dann weiter auf die Mitarbeiter übernehmt. Damit ihr in diesen ersten 4 Stunden auch wirklich produktiv seid, gibt es eine tolle Strategie, die habe ich vor ein paar Jahren für mich angewendet, und zwar basiert die auf einem Film. Wer von euch kennt Blair Witch Project? Wer kennt den noch? Oh, hey, was habe ich mich damals gefürchtet? Das war ein schlimmer Horrorfilm. Da rennt so einer mit so einer Wackelkamera durch den Wald, völlige Low-Budget-Produktion, aber ich habe so Angst gehabt. Und es war damals der lukrativste Film. Das kleinste Budget, aber am meisten eingespielt. Später nur noch getoppt von Paranormal Activity. Und ich habe mir dann gedacht, das muss ich auch machen. Ich muss das als Strategie übernehmen. Und dann habe ich überlegt, wie das gehen könnte. Und ich habe meiner Zielgruppe viele Fragen gestellt. Und bitte die Fragen jetzt nicht merken. Ich habe die Fragen gestellt meiner Zielgruppe, was können wir besser machen? Was wünschst du dir? Aber was passiert mit der Antwort? Es kommt etwas dazu. Was können wir besser machen? Was wünschst du dir? Es kommt etwas dazu, du hast mehr Aufwand. Und ich habe dann eine Frage gefunden, ey, die hat mir so viel gebracht, und die Frage lautet, was hat dir besonders gut gefallen? Was hat dich besonders weit gebracht? Ja, was war besonders gut? Und die Antwort darauf, die war erschreckend. Mindestens so erschreckend wie der Film. Wirklich. Als Beispiel, wir haben einen Videokurs mit 4 Kameras erstellt, Special Effects, und ich frage so die Zielgruppe, und was hat dir besonders gut gefallen? Ja, wie du so da sitzt, so locker und so. Noch was? Ja, so die Folien waren auch schön. Ja, und die Qualität, Bild so? Ja, war auch gut. Ah, war auch gut. So, ja, wir investieren Geld und Budget rein. Aber da habe ich gelernt, von mir wegzugehen. Was kommt bei der Zielgruppe wirklich an? Und es war wirklich die simple Frage, was hat dir besonders gut gefallen? Das war ein Augenöffner. Kann ich nur empfehlen, adaptier das, frag nach. Und ihr werdet erschrecken, all die tollen und aufwendigen Dinge spielen vielleicht gar nicht mal eine so große Rolle. Die nächste Strategie, um noch mehr Zeit zu sparen oder mehr zu erreichen, kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Eat That Frog-Prinzip. Wer kennt das von Brian Tracy? Das ist eine ganz bekannte Strategie. Er sagt, oder die Amerikaner sagen, pass auf, wenn du morgens zum Frühstück einen Frosch isst, dann hast du das Schlimmste getan. Dann ist alles, was danach kommt, einfacher. Also die sagen, fang mit der größten, unangenehmsten Aufgabe an. Und es geht noch weiter, pass auf. Die sagen sogar, wenn dich 2 Kröten anblinzeln, dann fress die hässlichere zuerst. Und ich sehe mir, boah. Und ich habe diese Strategie lange genutzt. Aber wisst ihr, diese Strategie kommt aus einer Zeit, ich glaube, da gab es noch nicht mal Instagram, Social Media und das ganze Kleinzeug. Und vor ein paar Jahren sagt dann jemand aus meinem Team, lass uns das ändern. Lass uns morgen erstmal, wir nennen das Feuerwehr, die erste halbe, dreiviertel Stunde des Tages, arbeitest du alles weg, was so auf dem Tisch liegt, was über Nacht reinkam. Und wenn es nur Gedanken sind, die reingekommen sind. Und dann widmest du dich der großen Aufgabe. Wir nennen es jetzt nicht Eat That Frog, sondern Eat That Fliegen. Die Fliegen, diese rumfliegen, erstmal weg, die Nerven. Du gehst ja auch nicht ins Fitnessstudio und gehst direkt ans größte Gewicht. Du fängst erstmal klein an. Dadurch hast du erstmal Erfolgserlebnisse durch die kleinen Aufgabe. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde denkst du, boah, war ich schon produktiv. Aber jetzt geht's erst richtig los. Also Eat That Fliegen, nicht mehr Eat That Frog, hat sich bei uns nicht mehr bewährt, sondern erstmal kleine Aufgaben, dreiviertel Stunde, ungefähr 45 Minuten und dann kommt der große, hässliche Brocken, der auf der Agenda steht.
Eat that frog. Und jetzt gehen wir nochmal in einen anderen Bereich, wo ich eigentlich herkomme. Und zwar in die Fotografie. Sind hier Fotografen da? Hand hoch. Oh, ganz wenige hier. In der Fotografie gibt es einen Begriff. Und zwar TFP. Das bedeutet Time for Portfolio. Ganz früher Time for Print. Was du als Fotograf also machst, du widmest deine Freizeit, deine Zeit für ein freies Projekt, um etwas zu erstellen, was du kannst, nicht was du musst, was du kannst, um das dann zu zeigen, damit du Bedarf generierst. Okay? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ich bin immer noch als Fotograf tätig, wenn auch nur selten. Erst vor ein paar Tagen habe ich eine weitere Gedankentanken-Speakerin fotografiert, die Alisa Büchel. Ihr Thema ist Mask Off, also die Maske abnehmen. Ich bin ein ganz großer Fan der Serie Haus des Geldes und deswegen haben wir zusammen dieses Bild umgesetzt. Und das ist jetzt ein freies Projekt. Mit diesem Bild zeige ich als Fotograf zum Beispiel, schau mal, das kann ich, das mache ich gerne. Dafür bin ich auch buchbar und daraus resultieren bekomme ich für mich betrachtet bessere Jobs, wie wenn ich nur das mache, was ich muss, wofür ich gebucht werde. Und wofür ich gebucht werde, ist selten das, was ich eigentlich kann, sondern das, was ein anderer will. Und mir geht es bei freien Projekten darum, dass man nicht nur zeigt, was man kann, sondern dass man auch seine Leidenschaft wieder auslebt, weil so hat es ja meistens angefangen, gratis. Erst später haben wir dann angefangen, Geld zu verdienen. Ein Freund von mir, Ben Ouattara, ebenfalls Speaker, Rapper, Sportler, der Typ ist eine Maschine, aber einer der herzlichsten Menschen überhaupt. Freies Projekt, habe ich mit ihm das hier erstellt, wie man Freunde gewinnt. Ja, der hat ein bisschen gebraucht. Aber das sind so freie Projekte und ich empfehle euch wirklich, gerade wenn ihr auch ein Team habt, gebt euch mal eine Auszeit, einen Tag im Monat, einen halben Tag mal einen Laden schließen, wo man sagt, werdet mal kreativ. Und ich meine jetzt nicht zusammen in den Hochseilgarten gehen, Teambuilding, nein, werdet mal kreativ. Und natürlich in gewissen Branchen, ich habe dir auch in meinem Coaching mal einen Steuerberater, wie soll ich denn kreativ werden? Ja, das ist aber Kreativität, setz dich hin und find was. Erstell was gratis, mach ein Video, mach dir Ideen, schreib's auf, skribbel es auf und so weiter. Mach, was dir Spaß macht. Okay? Kann ich nur empfehlen, diese Zeiträume fest mit einzuplanen. TFP, ihr investiert Zeit, um ein Portfolio aufzubauen. Die nächste Strategie bezieht sich auf ein Buch. Und zwar, als ich das erste Mal das Buch gesehen habe, so Stephen R. Covey ist immer gut, aber Schnelligkeit durch Vertrauen, ökonomische Macht, habe ich gedacht, ach, das ist nicht mein Buch, zu kompliziert. Da habe ich mir es durchgelesen und auf einmal wurde mir bewusst, der Typ hat recht, alles wird schneller, wenn du vertraust. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Problem für mich. Ich war nämlich immer ein Einzelkämpfer und ich bin so ein Typ, der sagt, ach, ich mache es selbst, ne? Dann läuft es wenigstens. Und wenn es nicht läuft, dann kann ich sagen, ach, ist egal. Also dieses Abgeben von Aufgaben, Abgeben von Vertrauen, das fiel mir jahrelang schwer. Und ich lese so dieses Buch und mir ist es, das war so offensichtlich. Und dann habe ich angefangen, dass alle in meinem Team, damit habe ich angefangen, erstmal komplett meine Zugänge bekommen. Alle Passwörter, ich habe zum Teil eingescannte Unterschriften, also alles ist Transparenz. Zahlen, Fakten, Verdienste, jeder im Team weiß Bescheid. Das heißt, jeder im Team kann mein Leben auf Knopfdruck, nee, so arg ist es nicht, aber so fühlt es sich manchmal an. Ja? Der Praktikant auch nicht, der bekommt auch keine Passwörter, aber jeder, der fest im Team ist, dem vertraue ich jetzt blind, auch wenn der Bauch noch nicht nachzieht, aber ich mache es einfach. Weil ganz ehrlich, ich habe auch gemerkt, es werden Fehler gemacht. Und diese Fehler kosten zum Teil richtig Geld. Aber selbst mit diesen Opportunitätskosten, selbst mit diesen Kosten fahre ich noch deutlich günstiger und wirtschaftlich besser, wie wenn ich überall meine Hand drüber halte und sage, du musst es so machen. Und das hat sich bei mir überhaupt nicht bewährt. Jeden Morgen, 9 Uhr, starten wir mit einem Kickoff. Das ist auch etwas, was ich empfehle, sich jeden Morgen zu treffen, um zu sagen, pass mal auf, wer macht was, wie, wo, Absprache. Ja, ich frage, wer macht was, ich sage nicht, wer macht was.
Und auch nochmal ein Gedanke, den muss ich aber erst noch testen. Der ist noch nicht ausgereift. Ich habe vor, in den nächsten Wochen tatsächlich jeden Mal in meinem Team einmal eine Woche Chef sein zu lassen. Nee, ehrlich jetzt, werde ich tun. Das wird hart. Also wenn ich demnächst weg sein sollte von der Bildfläche, wisst ihr Bescheid. Aber was ist, wenn es besser wird? Natürlich wird keiner Chef, der neu im Unternehmen ist, aber man hat ja meistens so ein paar im Team, die sind schon ein paar Jährchen dabei. Einfach mal so viel Verantwortung übertragen, dass dir selber als Chef schlecht wird, dass du nur denkst, Gott, mein Leben ist vorbei, inklusive Budgetverwaltung. Ne? Also die dürfen auch rausballern. Ich schwör's, ich werde es tun. Ja? Weil ich glaube, es wird besser dadurch. Im Kleinen hat es sich schon bewährt. Also setzt das ein. Ich habe es euch versprochen, nochmal meine Leitsätze als Grafik. Holt gerne mal euer Handy raus. Fotografiert euch das ab. Das hängt wirklich bei mir im Unternehmen. Das ist was ganz Persönliches. Der Beast Mode und der Kreativmodus, über den wir gesprochen haben. Wir haben die Blair Witch Project Strategie. Was ist wirklich wichtig? Und zu diesem Anlass noch ein ganz wertvoller Gedanke, den ich nachschieben möchte. Wir leben in einer Zeit der Hochpreisdienstleistung. Es ist so viel Markt da, hochpreisig zu gehen. Setzt das um. Wirklich, es ist so viel Markt da. Es ist schwieriger für mich, 10 Menschen zu finden, die 500 Euro investieren, weil in den unteren Preisklassen es sehr schwer ist. Es ist deutlich einfacher, 2 Menschen zu finden, die 2500 Euro investieren. Also egal, was euer Geschäftsmodell ist, nehmt das noch mit, das gehört zur Blair Witch Project Strategie. Eat that frog, ja, eat that fliegen Förster. Ne? Das, ja, ist wirklich so. Das haben wir. Und TFP, nehmt euch bitte Zeit, um etwas zu erstellen, was ihr könnt, nicht was ihr müsst, was euch erfüllt, was Spaß macht. Ja? Und wenn es einmal im Monat ist, einmal die Woche, das entscheidet ihr. Und ganz wichtig, wie ein guter Freund von mir sagt, Mike Fischer, macht die Mitarbeiter zu Mitunternehmern. Das ist einer der schönsten Sätze, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Macht die Mitarbeiter zu Mitunternehmern, schenkt ihnen Vertrauen und startet den Tag gemeinsam mit einem Kickoff. Ich lade euch ein, all das zu probieren, umzusetzen, gerne abzuwandeln oder zu ändern. Ich bin mir sicher, ihr werdet in weniger Zeit noch mehr erreichen. Vielen Dank und wir sehen uns in der Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Kelvin Hollywood!